Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 an meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1 Team. So, wir befinden uns in Baku, Aserbaidschan. Wie eingangs sagte, die Strecke kann ich eigentlich nicht gut, mochte ich nicht. Es fängt gerade an, eins meiner, ich sagen, Lieblingsstrecken zu werden, aber schon. Die macht echt Spaß mittlerweile. Echt schnell, schnelle Strecke. Sehr anspruchsvoll. Kommt nicht an Monte Carlo natürlich ran. Zum Glück. Aber ist schon sehr anspruchsvoll. Wie ich finde. Auch sehr interessant. Hier ist alles durchgewürfelt quasi. Haas F1 in Person Romain Grosjean. Hat den ersten Platz gemacht, die Pole Position. Und Manor Racing ist auch auf Platz 6 gekommen. Und unsere Wenigkeit hat es mit Platz 4 geschafft. Schönes Ding. Also ich bin sehr gespannt, wie der Grand Prix läuft. Es wurde am Ende des Rennens vermutlich Regen angesagt. Bis dahin aber erstmal nicht. Also bis zur 45. Minute, glaube ich. Und bis dahin kommen wir, glaube ich, nicht. Und doch können wir, doch, glaube doch. Aber warten wir mal ab, was passiert. Ist dann wirklich regnet irgendwie stark. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal an, was das Team von uns erwartet. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, wir sollen das Rennen auf dem 13. Platz abschließen. Eine höhere Platzierung als Daniel Ricciardo erreichen und unseren Teamkollegen besiegen. Ja, was Daniel Ricciardo angeht, da haben wir die Rivalität in Führung abgeschlossen gerade. Yeah, zum ersten Mal. Also Daniel Ricciardo war auch nicht so gut. Das macht mich umso mehr gespannt auf das Rennen. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal rein. So. Ja, ich könnte aber was zur Forschung sagen. Forschen tun wir auch schon wieder. Den Luftwiderstand. Der ist kurz vor Ende. Verbesserung an den Frontflügelendplatten sorgen dafür, dass die Luft effizienter um die Reifen geleitet wird, was Verwirbelung und somit den Luftwiderstand reduziert. Da können wir uns auch schon sehen. Ist immer noch dabei. Williams hat, glaube ich, auch ein bisschen wieder geforscht. Auch noch ein bisschen weiter vorne als wir. Aber der Sauber, der kommt immer mehr in Gang. Also wir kriegen immer bessere Platzierung. Bin also, wie gesagt, sehr gespannt und jetzt geht es aber auch endlich zum Rennen. Ich hätte schon zu Beginn des Motorsports gedacht, dass sich die Liebe zur Geschwindigkeit und zum Wettkampf je so weit verbreiten würde. Von Brands Hatch zu Jerez über Valencia, der große Preis von Europa, war schon im ganzen Kontinent vertreten. Heute beginnt eine neue Ära des geschichtsumwobenen Rennens am Rande des Kaspischen Meeres. Der große Preis von Europa in Baku. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Natürlich werde ich auch heute nicht alleine kommentieren. Die Ehre darf ich mit niemand anderem als mit Stefan Römer teilen. Wir zwei haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten über das Mittelfeld und den engen Kampf in eben diesem Mittelfeld. Warum glaubst du denn, Stefan, geht es da so eng zu? Ich denke, es liegt hauptsächlich an der Stabilität der Vorschriften. Denken wir mal nach, was es zum Ende der V8-Ära gab. 2012 hatten wir 7 Sieger in 7 Rennen. Wir sprachen damals von der Dominanz von Red Bull. Doch da ging es selten um mehr als 2 oder 3 Zehntel einer Sekunde. Das aktuelle Schema gibt es jetzt seit ein paar Jahren, was sich um die Probleme der Beständigkeit kümmert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Autos noch technischer als zuvor sind, also wird es immer etwas dauern, bis sich das Ganze legt. Wir waren im Qualifying besser als erwartet. Gib dein Bestes, um diese Position im Rennen zu halten. Schauen
Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Romain Grosjean von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel und ein Sauber, Nico Rosberg und Wehrlein, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg und Rio Hayanto, Sainz Junior, Ricardo, Dani Quert und Alonso, Gutierrez, Perez, Jensen Button und Felipe Massa, Eriksson und Magnus, Jolyon Palmer und Valtteri Bottas startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und da sind wir auch auf der Strecke. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. Die besagt ein Boxenstopp oder zwei. So, der erste fängt mit super weichen Reifen an und wechselt dann auf Medium. Oder für uns personalisiert noch schneller von der Zeit her. Zwei Runden länger fahren auf den Superweichen. Und dann auf die weiche Mischung wechseln. Was mir persönlich prinzipiell ein bisschen mehr liegt, weil der Reifen natürlich auch schneller ist als ein Medium-Reifen. Das hier, niedriges Reifenmanagement, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht so. In der sechsten Runde schon rein, weiß ich nicht, ist mir irgendwie suspekt. 9, 7, 6, 7, 15. Ist auch von der Zeit her wesentlich länger. Wenn es nur 7 Sekunden sind, aber das von der Formel 1 natürlich viel. Von daher werden wir die Supersoft und Soft Variante wählen. So, Sprit haben wir für 26,9 Runden. Mal drauf. Ja, genau eine Runde. So, das ist okay. Gut, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Oh, geiler Start. Was ist denn da los mit den Jungs? Scheiße, verbremst. Boah, was war das denn für ein geiler Start? Wahnsinn. Sehr schönes Ding. Gleich drei Positionen gut gemacht. Jetzt führen wir das Feld an. Yeah, das wollen wir sehen. So, jetzt nur einen kühlen Kopf behalten. Kein Flügelschaden und nix. Hier muss man aufpassen, sich nicht verbremsen. Ganz üble Schikane. Das hat ja nicht lange gedauert. Mit dem Safety Car. Würde ich sagen, da ist wohl irgendwas passiert. Weg. Können wir die Safety Car Kolonne einholen? Du führst, also überhole es nicht. Bleib hinter
sehe es schon. Mager stellen. Erstmal. Also zwei Runden erfahrungsgemäß wird das Safety Car draußen bleiben. Ja, mach ich doch schon, Jeff. Oh, jetzt kommt hier die schwierige Passage. Da muss man echt aufpassen hier. So eng hier oben. Schön nach oben, merkt man auch richtig im Lenkrad, wie die Traktion dann ein bisschen weggeht. Ganz stark bergauf. Von nach draußen bleiben, das Safety Car. Ja, wo ist denn was passiert eigentlich? Ist da wieder ein Punkt auf der Karte oder ist das da? Das ist da der Start und Ziel. Der Start und Ziel. Oder? Ne, das ist wohl der Unfallpunkt. Ach, mehr kann auch nicht sein. Das war ja. Da waren wir ja noch nicht, wenn es in der ersten Runde passiert. Da kann es nicht sein, mich interessieren, was da passiert ist. Naja, kann man jetzt in der Wiederholung ja nochmal ansehen. Nach dem Rennen. Erstmal läuft alles erstmal super für uns. Schön erster Platz. Wir können hier schön Reifen schonen. Es So, mal gucken, ob es noch eine Runde dran bleibt. Wenn nicht, dann müsste es jetzt gleich kommen. Bleibt nochmal dran. Das Safety Car hier geholt.
Reifentemperatur, braucht da ein bisschen ab. Auch echt irgendwie anstrengend hinter dem Safe gerade herzufahren. So langsam. So, jetzt muss ich aber langsam mal reinfahren. Ein bisschen Racing Action müssen wir auch noch haben. Da müsste jetzt die Ansage gleich kommen, wenn. Was ist denn der Sprit? Oh, haben wir ordentlich. Okay, das Safety Car kommt in die Runde. Ja, wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Halte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Box verlassen ist. So, los geht's. Ersten Platz können wir auf jeden Fall schon mal behaupten. Nach der Wiedereröffnung des Rennens. Böse Schikane, komm ich wieder ein bisschen raus. Mist, gleich Zeit verloren. Ja, und der schöne Teil der Strecke, der Speed-Teil. Ja, fett, dass wir schön Speed aufnehmen können. Gucken wir mal Topgeschwindigkeit an. Das ist so gefährlich hier. Da ein bisschen zu weit rechts und dann zack, klickst in der Bande. Ach ja, wir haben kein DRS mehr. Ich denke, die Geschwindigkeit nicht so hoch. Runde 8. Runde 8, ja. Komm. Runde 8 auf Soft. Weiß ich nicht warum. Warum Runde 8 schon? Reifen sind doch eigentlich ganz okay, oder nicht? So. Na gut, 22% bauen auch schnell ab, die Super Soft. Mal gucken wir mal. Runde 8 reinfahren oder Runde 10. Können wir ja zum Glück selbst entscheiden. Ist ein bisschen spät, gebremst. Ja, mittlerweile ist Rosberg auf Platz 2.
uns also auf den Fersen. Ja, spannend, ob wir den halten können auf den Geraden. Ein Vorsprung aktuell. Schön, der Sektor Bestzeit. Oh, das war knapp. Das war knapp. Behandeln wir es. Sehr schöner Vorsprung. Moment läuft sehr gut, finde ich. Strecke habe ich auch im Moment gut drauf. Ich zeigen, wie das mit dem Mann. Oh, das war knapp. Sagen wir, wie sich das mit den Hintermännern da zeigt. Und unsere Boxenstops. Ja, unser Einboxenstop. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen langsam von der Zeit her, aber kann natürlich auch täuschen. Oh, das war ein bisschen verbrannt. Scheiße. Ah, Mist. Gar nicht gut. Bisschen vorsichtig hier durch. Ja, das kommt gehen. Geht hier ratzfatz. Obwohl ich eigentlich den Bremspunkt erwischt habe, bin ich der Meinung. Aber. Ja, will ich natürlich auch einen Anspruch nehmen. Da der Flügel kaputt ist. Leider. Und wo wir rauskommen. 14. Platz. Dann erstmal. Dann muss ich ein bisschen früher bremsen. Kann nicht mehr den Speed gehen. Bande vorbei, merkt auch richtig der Flügel. So, hier eine Sektorbestzeit, auch interessant. So, hier jetzt aufpassen. Ja, sehr schön. Ja, hier merkt man es. Fällt richtig rum. Dicht dran an die Wand. Ah, nicht schon wieder. Glück gehabt. Jo, ich komme an. Dann mal Gas wegnehmen. Zur Sicherheit. Oh Scheiße! Oh. Das ist so eine ätzende Boxeneinfahrt, ey. Das gibt's nicht, ey. Oh, das ist eine ätzende Boxeneinfahrt, ey.
Jetzt sind wir direkt hinter uns. Vettel. Immer auf Standard. So, jetzt müssen wir aufpassen. Klüger, oder ich muss aufpassen. Vielmehr. Aber die Strecke fällt mir immer besser und macht richtig Laune. Upsala. Das war zu früh eingelenkt. Auf jeden Fall aufpassen bei der Highspeed-Bremsung gleich, da keinem rauffahre. Darf man hier nicht auch richtig in die Eisen gehen. Puh, Glück gehabt. Das ist der Nachteil. Oh, Scheiße. Oh, schon wieder. Mal gucken hier, wer das gewinnt. Der ist, ja, da keine Chance. So, auch hier richtig in die Eisen gehen, ne? Wahnsinn. Schon vorher bremsen, von denen ich die Karre fährt. Ja, Bälle kommt auch schon dichter. Auch gefährlich im Windschatten und so. Ist echt vorher nicht an den normalen Bremsfunken. Ich fahre hier aber vielleicht langsam rum um die Kurve. Wahnsinn. Scheiße. So verliert man natürlich auch Platz, den man die Ideallinie verpasst. Leider kein DRS. Oh, wo bremst du denn, sag mal? Alter. Leute. Gibt's doch nicht, ey. Normalerweise mache ich das ja nicht, aber wie bremst du denn hier schon? Sag mal. Stimmt denn mit dir nicht? Alter. Ist doch nicht, ey. Nee, das war mir jetzt zu doof, ey. Trotzdem Flashback genommen. Wie ja gesagt, normalerweise mache ich das nicht, aber... das war jetzt ja... verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob bei der Strecke auch irgendwo ein Bug ist. Im zweiten Qualifying. Bei ersten Qualifying weiß ich nicht mehr. Max Verstappen eine 56er Zeit gefahren. Nicht 1,56, sondern 0,56.
also fast eine Minute schneller. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ja, dann Mont-Saint-Jean auf dem ersten Platz. Auch komisch. Oh naja. Zum Glück haben wir ja die Flashbacks. Sehe ich. Ein paar Mal müssten wir jetzt eigentlich haben. Was ist denn hier langsam da? Okay. Ein paar Mal für einen Schaden, scheinbar. Langsam wieder fährt. So, Moment, sind wir auf dem 9. Platz und dann leider ziemlich aufgehalten. Das war auch nicht gut. Das halte ich mich selber auf. Ab jetzt schon? Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na, 14 Runden haben wir noch. Irgendwie so das Gefühl, dass sich mein Bremsweg verlängert. Irgendwie meine Bremspunkte nicht mehr so richtig passen. Der Fell ist auf Mediums. Ist für uns natürlich gut. Und damit langsamer Reifen fährt als wir. Vorne ist er auch schon. Richtig kaum diesmal. Zu spät eigentlich. Richtig in die Eisen gehen. Ist einige schon auf dem Rennen. Ja, die Strecke fordert ihre Opfer. Und da sind wir auch wieder raus. Ja. Scheiße. Bremst. Damit ist Werder an uns dran. Macht Druck. Vettel kommt ja noch nicht so richtig ran. Okay, wir haben scheinbar richtig Zeit verloren, weil wir
keine Plätze gut machen. Sind ja als erster in die Box. Ja, dann natürlich Flügelschaden gehabt. Der hat uns richtig Zeit gekostet. Leider. Ah ja, das Ziel ist ja immer noch. Platz 10. In die Punkte. Das ist mein persönliches Ziel. Wehrlein kriege ich aber auch nicht abgeschüttelt. Da war ich auch sehr langsam in der Schikane. Klar, dass er jetzt rankommt. Nein! Gibt's doch nicht, sag mal. Oh, ist die Strecke schwer. Also sie ist echt anspruchsvoll, muss man einfach so sehen. Ups, da zu spät aufs Gas. Nicht gut. Krass, dass der Vettel nicht mal eine Chance haben aktuell, obwohl er auf Mediums fährt. Das ist ja auch mal eine Kampfansage. So, unsere Reifen sind einfach noch nicht richtig eingefahren. Aber hier ist eigentlich alles okay. Bisschen kalt scheint zu sein, ist das Gefühl. Das waren 97 Grad die Vorderreifen. Man weiß, vielleicht fährt Vettel auch auf Fett. Gleich mal ausprobieren. Ich glaube, ein Stück sind wir rangekommen. Obwohl, wer weiß, Regen hat doch schon immer gut geholfen. Vielleicht hilft uns ja auch hier. Mal gucken, wie stark es regnet. So, ab in Begrenzer. So, 10 Runden haben wir noch. Scheinen wir ein bisschen dichter ranzukommen, so langsam. Die wollte ich nicht, die wollte ich. Im Hintermann gewinnen wir also Abstand. Schon mal sehr gut.
Zettel leider nicht so wirklich. Nein. Ist jemand in der Box, sehe ich gerade. Zwei sogar. Cool. Sehr schön. Bottas ist vor uns. Ja, war da wahrscheinlich auch noch in der Box. Krass. Ah, ist klar. Vettel war noch nicht in der Box. Okay. Alles klar. Sehr interessant. Oh nein! Scheiße. Das war natürlich dämlich jetzt. Das mache ich bei sowas, mache ich natürlich keine Rückblende, weil das war halt einfach. Das war natürlich dämlich jetzt. So, das war's dann mit einer guten Platzierung. Wahrscheinlich. Das gefällt mir natürlich gar nicht jetzt. Kann man auch nicht richtig mehr durch. Scheiße. Das war nicht gut. Na gut, das Beste hoffen jetzt. Und noch Platz 10 schaffen. Mist. Kommt Jungs, gib Gas. Oh, das ärgert mich jetzt. So ein dummer Fehler. Fette Mischung haben wir auch schon verbraucht, haben wir einfach geachtet. Dann können wir jetzt nochmal super soft fahren. Schnell gewesen. Diese Wechsel hatten wir noch hier. Etwa so ein Boxenfenster. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,7 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 0,7 Sekunden. Ja, sie ziehen schon die ersten Wolken auf. Nicht gut.
Und sagen wir jede Safety Car und wahrscheinlich wieder weiter Boxstopp. Kann uns nur helfen eigentlich. So, vor uns unser Teamkollege. Da kommen die ersten Tropfen. Das ist knapp. Gerade überlegt, ob ich reinfahre, schon mal Intermediates hole. Über Schachzug. Aber wenn keiner die Box fährt, dann wäre das natürlich ein Platz mit X. Ob ich nicht geahnt hätte. Scheiße, schon wieder viel zu rutschig. Ich möchte nicht gleich reingeschickt, wie soll man dann bei den Bedingungen mit Slicks fahren? Alter, das ist doch schön, jetzt gibt's Sonne. Boah, Wahnsinn. Und dann ist vorbei, die in die Box fahren, denke ich mal. Ja. Mein Teamkollege auch, ist natürlich wenig suboptimal. Weil ich jetzt warten muss. Ricardo ist vor uns. Oh. So. Hat schon ein langer Bremsweg.
So, jetzt mal 5 Runden konzentrieren und hier ist schon wieder weg. Ja, oh, das gibt's doch nicht, ey. Ja, aber Regen ist hier auch komplett unfahrbar, die Strecke. So weg das Auto. Ja, ich spann jetzt vielleicht die Schikanen. Ist hier so derbe Gegenlenken. Ist gar nicht. Ja, da ist das Rennen schon zu Ende. Bricht hier so aus an der Stelle. Wahnsinn. Okay, der Abstand zum Zeitraum beträgt Das ist natürlich schwierig mit dem Überholen und alles. Extrem stark gegenlenken. Boah. Gut an die Eisen. Da vergraben vielleicht, dass wir anbleiben können. Ah, nicht zu weit weg. Linie. Glück gehabt.
müssen auch sehr in die Eisen gehen. Boah, Leute. Ja, schön an allen vorbei, an meinem Teamkollegen. Sehr schön. Highspeed hat er sauber. Ich glaube, wir müssen am 13. Platz ankommen. Da brauchen wir noch einen Platz, die Teamerwartung zu erfüllen. Ja, aber das schaffen wir. Ja, das ist jetzt fast dran. So, gucken jetzt ein bisschen Windschatten. Glück haben. Ja, jetzt ziehen wir uns schön ran. Das ist sehr fett. Reicht nicht, schade. Ja. Schade. Wir gleich in der nächsten Runde unsere Zielgeraden die letzte Chance, wenn wir das da nicht schaffen. Dann wird es wohl nichts werden. Also schön dranbleiben heißt es. Das ist aber fett. Sehr schön dranbleiben. Nein, bremst doch viel zu früh, Kollege. Mann. Ja, danke, dass hier ist. Ja, das war's mit 13. Platz. Danke. Ja, können wir hier auch nicht rum, ist klar. Ja, schade. Ja, das ärgert mich jetzt einfach, ein Idiot, ey. Warum bremst denn er so doll? Mann, ey.
scheiße. Die Benzin mir schon gar nicht geachtet. Jetzt Amerikaner und Platz verlieren, das wäre es halt auch noch. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Bin viel früher vom Gas gegangen. Ja, Flügel. Das wird natürlich jetzt schwere Karte hinter mir zu halten. Besonders, dass ich nicht auf Fett fahren darf. Boah, ich komme ja gar nicht richtig rum. Schafft er nicht. Puh. Das war einfach nicht gut genug. Lass uns beim nächsten Mal eine Schippe drauflegen, okay? Ja, das war scheiße. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfahne. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz ist. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Es war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tja, das war nix. Das war sehr enttäuschend jetzt. Leider. Da habe ich mir natürlich echt mehr erhofft. Ja, aber wie man gesehen hat, wie oft wenn die Wander geflogen sind, die Strecke ist echt verdammt schwer. So, wir wollen uns nochmal den Start angucken. Machen wir jetzt nochmal. Mal gucken, was haben die Jungs dann da gemacht eigentlich? Dass ich da so gut weggekommen bin. So. Nicht schlecht, aber Hamilton ist gut weggekommen, also das war wohl einfach ein schlechter Start von denen. Ja, dann lief es ja eigentlich ganz gut, bis wir uns diesen Scheißflügel angehauen haben. Und dann haben wir natürlich die erste Position gleich in der Box verloren. Nehmen wir vor.
Ja, ich wollte gucken, was der Safety Car ausgelöst hat, genau. Da, wo passiert ist. Das muss ja jetzt irgendwann passiert sein hier. Da ist jetzt passiert. Okay, komplett hier. Kompletter Stau. Da ist passiert, ja. Zack, bumm. Da kam die KI nicht rum. Ja, dann haben sie sich gebattelt und dann zack. Und sich nicht entscheiden, wer soll einlenken. Und zack. Ob das jetzt ein Safety Car sein oder fährt er weiter? Komisch. Verstehe ich ihn zwar nicht so ganz, aber naja. Gut, Rest hat auch von wer gesehen. Sehr enttäuschend. Wertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aus. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Jo, wir haben auch in der Fahrer-WM leider einen Platz verloren. Gegen Carlos Sainz. Dafür sind wir stabil. In der Konstrukteursrangliste. Von daher machen wir weiter. Das war leider nicht so das, was ich geplant habe. So, Plätze verloren haben wir 10, ja, das stimmt. Sehr unglücklich. Trotzdem unseren Bonus. Das hätte ich nicht erwartet. Und das ist ja fast gewonnen. Krass, 2 Punkte brauchen wir nur noch, um die Rivalität zu gewinnen. Das hätte ich nicht erwartet. Cool. So, dann bleiben wir noch erster Fahrer. So, das ist ja nicht so interessant. So, gucken wir nochmal, wie weit die Forschung ist. Ist noch nicht abgeschlossen. Dann schauen wir uns mal an, wo wir demnächst fahren werden. Neue Teile. Ich habe was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Sehr schön. Minus 2,6% Luftwiderstand. Sehr gut. Und wir befinden uns diesmal auf dem Red Bull Ring in Österreich. Spielberg. Sehr gut, der macht auch Spaß. Auch eine schöne Strecke. Ja, ist in allem leider ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir also
schon einen Sieg vorstellen können, so gut wie wir da waren plötzlich. Aber klar, wir sind auch als Vierter gestartet. Hätte nicht unbedingt ein Sieg sein müssen, aber es lief ja so gut am Anfang. Naja, that's racing, kann man nichts machen. Auf den nächsten Grand Prix schauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und hoffe, ihr schaltet wieder ein zum nächsten Video. Vielen Dank, bis dann und ciao.